Heute setze ich meine kleine Serie fort, in der es um das Einschränken des Trackings in Social Media Apps auf deinem iPhone geht. Den Anfang machte ja Facebook und nun geht es weiter mit einer weiteren App aus dem Hause Meta oder Meta, nämlich Instagram. In meiner Umfrage landete dieses Netzwerk auf Platz 1, was die Nutzung angeht. Welche Einstellungen du in Instagram ändern solltest, erfährst du jetzt. Instagram schneidet wie alle Social Media Apps praktisch alles mit. Also jedes Wischen über den Bildschirm, wie lange du dir ein Foto ansiehst etc. Und dieses nutzungsbezogene Tracking kannst du über die Einstellungen alleine nicht ausschalten. Dazu mehr in einem kommenden Video von mir. Aber du kannst verhindern, dass dieses Tracking für personalisierte Werbung verwendet wird. Und wie das geht, zeige ich dir nun. Bevor wir in die Instagram-App gehen, werfen wir wieder einen Blick auf die iPhone-Einstellungen. Da die Tipps hier relativ ähnlich sind wie bei Facebook, halte ich mich kurz. Tippe einfach Instagram in die Suchzeile der Einstellungen und alles Relevante wird dir hier direkt angezeigt. Beim Standort ist alles so wie bei Facebook, das heißt mit beim Verwenden ist schon eine Stufe voreingestellt, die du einfach so belassen kannst. Lediglich den genauen Standort muss Instagram genauso wenig kennen wie Facebook, also deaktivieren wir diesen Regler hier. Wir gehen zurück und sehen als nächstes Kontakte. Wenn du Instagram den Zugriff auf deine Kontakte erlaubst, wandern alle Infos, die du über sie gespeichert hast, auf die Server des Meta-Konzerns, also auch deren Telefonnummer. Das muss wirklich nicht sein, also bleibt das bei mir aus. Als nächstes kommt Fotos. Hier gilt auch das, was ich schon bei Facebook gesagt habe. Überleg dir, ob es nicht sinnvoller ist, den Fotozugriff einzuschränken. Auf die Videos oder Fotos, die du auf Instagram teilen möchtest. Ja, das bedeutet etwas mehr Aufwand, denn du musst diese Medien einzeln freigeben. Ist eine Abwägungssache, vor allem wenn du viele Beiträge teilst. Ich poste eher selten, daher ist es für mich kein Problem, die Fotos jeweils einzeln freizugeben. Mikrofon. Wenn du Videos für Instagram aufnimmst, machst du das dann direkt in der Instagram-App? Wenn ja, dann solltest du den Mikrozugriff eher angeschaltet lassen. Falls du die Videos mit der Kamera-App oder vielleicht sogar nachbearbeitet vom Rechner überträgst, kannst du den Mikrofonzugriff abschalten. Außer natürlich, du bist ein Freund von Sprachnachrichten, dann brauchst du das Mikro. Und davon gibt es ja auf Instagram einige, wie ich auf meinem geschäftlichen Insta-Profil schon feststellen durfte. Und übrigens, falls du dich jetzt fragst, nein, Instagram beteuert immer wieder, dass es den Mikrofonzugriff nicht dafür nutzt, um dich auszuspionieren und dir passende Werbung zu servieren. Auch wenn sicher jeder von uns schon einmal so einen Moment hatte, in dem er oder sie scheinbar nur über ein bestimmtes Produkt mit Freunden oder der Familie gesprochen hat und kurze Zeit später bekommt man Werbung dafür angezeigt. Vielleicht mache ich zu den möglichen Gründen mal ein Video. Schreib mir gern in die Kommentare, ob dich das interessiert. So, weiter geht's im Menü. Siri überspringen wir mal und auch die Mitteilung. Hintergrundaktualisierung hat nichts mit dem Tracking zu tun, aber wenn du Batterie sparen möchtest, dann kannst du es ausschalten, denn das schadet überhaupt nichts. Wichtig ist nur unten der Schieberegler Tracking erlauben. Den schalten wir natürlich aus. Wäre sonst ein bisschen komisch für dieses Video. Nachdem wir das erledigt haben, gehen wir in die Instagram-App und klicken oben rechts einmal auf das Menü. Anders als bei Facebook im letzten Video bleibt es hier einigermaßen überschaubar. Zuerst tippen wir auf Einstellungen. Hier gibt es zwei relevante Menüeinträge für unser heutiges Thema, nämlich Privatsphäre und Werbeanzeigen. In Privatsphäre gibt es ganz unten den Punkt Cookies unter Datenberechtigung. Die erforderlichen Cookies sind, wie der Name vermuten lässt, erforderlich. Die kannst du nicht abwählen. Beziehungsweise, lustigerweise kannst du sie abwählen. Schau mal. Das Problem dabei ist, diese Änderung wird nicht gespeichert. Wenn du auf die Seite zurückkehrst, sind die erforderlichen Cookies einfach wieder an. Aber die beiden Regler darunter kannst du dauerhaft abschalten. Denn das sind einmal die Cookies von Meta auf anderen Apps und Websites. Diese sorgen dafür, dass Meta nicht nur dein Verhalten auf Instagram für deine Einteilung in Zielgruppen nutzt, sondern eben auch dein Verhalten auf anderen Diensten. Was durch ein Deaktivieren dieses Schiebereglers aber auch passiert, solltest du dich bei anderen Apps oder Websites mit deinem Instagram-Anmeldedaten anmelden, so wird diese Verbindung hier gekappt und es wird dann nicht mehr möglich sein, dass du dich auf diesem Weg anmeldest. Der zweite Regler ist dann der umgekehrte Weg, Cookies anderer Unternehmen.
Wenn du das abschaltest, hast du überhaupt keine Nachteile. Du sorgst lediglich dafür, dass die Werbetools anderer Unternehmen nicht eingesetzt werden, wenn du Instagram nutzt. Und diese Unternehmen erhalten dann eben keine Infos über deine Instagram-Nutzung für ihre Werbung. Und das war's auch schon hier. Wir gehen zwei Schritte zurück und in Werbeanzeigen. Hier kannst du dir unter Werbethemen ansehen, welche Themen der Meta-Konzern für dich als interessant einstuft. Bei mir also Stranger Things, Financial Technology, Neues aus der Musikbranche, Massenmedien und Wissenschaft. Das ist ziemlich zutreffend. Die Liste ist allerdings noch viel, viel länger und enthält auch eher überraschende und skurrile Themen wie Schutzausrüstung, Eishockey oder Kosovo. Da weiß Meta offenbar mehr über mich als ich selbst. Du kannst in die einzelnen Themen gehen und mit weniger sehen kannst du laut der Beschreibung festlegen, dass dich Werbetreibende basierend auf diesem konkreten Themeninteresse nicht mehr mit Werbung spielen dürfen. Das Blöde dabei ist nur, du musst das für jedes Thema einzeln festlegen. So, zurück zur Übersicht. Der zweite Punkt hier ist Daten von Partnern zu deinen Aktivitäten. Und jetzt wird's ein wenig verwirrend, denn hier heißt es, wähle aus, wo wir Daten unserer Partner verwenden können, um dir personalisierte Werbung zu zeigen. Und darunter mein Instagram und mein Facebook-Konto. Eigentlich haben wir die Verwendung bei den Cookies ja schon untersagt. Und in den Erläuterungen dazu wird sogar direkt darauf Bezug genommen. Wenn du nämlich in den Cookies schon keine Einwilligung gegeben hast, gibt es hier logischerweise gar nichts mehr, was geteilt werden könnte. Aber sicher ist bekanntlich sicher, deswegen schalte ich das hier auch aus. Das waren schon die Einstellungen, die wir in der Instagram-App vornehmen können, aber das ist trotzdem noch nicht alles. Falls du dich nämlich fragst, welche Informationen Instagram über dich speichert, kannst du unter deiner Aktivität ganz unten eine Kopie davon anfordern. Ich habe das mal gemacht und erstmal die Nachricht erhalten, dass es bis zu 14 Tage dauern kann, bis der Bericht kommt. Tatsächlich dauert es aber nur ein paar Minuten. Du bekommst dann eine ZIP-Datei und darin sind ziemlich viele Ordner zu verschiedenen Aspekten deiner Instagram-Nutzung zu finden. Wenn du diese ZIP-Datei entpackst und dann auf die Index-Datei klickst, kommst du auf die Übersichtsseite und kannst dich durch die einzelnen Bereiche klicken. Am spannendsten fand ich Ads und Businesses. Das ist so ähnlich wie bei Facebook. Eine Auflistung von Unternehmen, die schon einmal eine Liste für Instagram-Werbung hochgeladen haben, auf der du standst. Aber das hier ist natürlich nur ein Bericht, bei dem kannst du logischerweise keine Einstellung vornehmen. Was machst du nun, wenn du genau das tun möchtest und Unternehmen untersagen möchtest, dass sie sich einfach so auf Werbelisten packen? Ja, dann kannst du das nur über die Facebook-Einstellungen tun, die ich dir in meinem letzten Video gezeigt habe. Und deine Profile bei Facebook und Instagram sollten zu diesem Zweck miteinander verknüpft sein. Ob das bei dir der Fall ist, erfährst du, wenn du in Einstellungen unten auf Kontenübersicht tippst und dann ganz unten unter Kontoeinstellungen Konten wählst. Wenn hier beide Profile auftauchen, sind sie verknüpft. Wenn nicht, kannst du das genau hier erledigen. Und wie du dann mit den Werbelisten verfahren kannst, auf denen deine Daten auftauchen, das erfährst du in meinem vorherigen Video im Abschnitt zu den Custom Audiences. Ich verlinke es dir hier oben. Und du findest natürlich auch alle weiteren Einstellungen bezüglich Werbetracking, die du in Facebook vornehmen kannst. Du siehst, die Instagram-App bietet viel weniger Feintuning an als Facebook. Aber durch ein Verknüpfen deiner Profile kannst du dafür sorgen, dass die Einstellungen, die du in Facebook vornimmst, auch für Instagram gelten. Im nächsten Video aus dieser Reihe verlassen wir das Meta-Universum und schauen uns mal an, wie das bei Twitter so ist. Das Video verlinke ich dir hier oben. Und wenn du nach einer Lösung schaust, die von vornherein so trackingfrei wie möglich und dennoch bedienbar ist, dann schau dir das Video hier unten an, also sobald es veröffentlicht ist.